Wann kommen die Rentenanpassungsbescheide wegen der Rentenerhöhung 2023? Gibt es da eine gesetzliche Reihenfolge? Wie ist das geregelt? Herr Knöppel, können Sie was dazu sagen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, wir wissen es ja nun, zum 1.7.2023 gibt es die Rentenerhöhung. Die ist ja angekündigt worden. Im Westen und im Osten haben wir dann einen einheitlichen Rentenwert, 37,60 Euro. Auch das ist alles bekannt, haben wir auch viel berichtet. Wir haben auch in einem Video am 5.6., vom 5.6.2023 gesagt, dass die Rentenanpassungsbescheide vom Postrentenservice gedruckt werden. Also Postrentenservice, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, der Rentenservice der Deutschen Post, die drucken jetzt zurzeit wie vom wilden Hans gebissen sozusagen über 20 Millionen Rentenbescheide. Ja, wir haben ja knapp 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner und die wollen alle die Anpassungsbescheide haben. Und da habe ich eine ganz interessante Mail bekommen, heute am 21.06. Und deswegen will ich Ihnen das einfach mal zum Besten geben. Und in der Mail stand drin, ja, ich warte auf meinen Rentenanpassungsbescheid, am 1.7. geht es doch los und ich bekomme meine Rente immer nachschüssig gezahlt. Gibt es da irgendeine gesetzliche Regelung, wann ich drankomme, wann bekomme ich den Bescheid und so weiter und so fort. Also, der Rentenservice der Deutschen Post, der hat mitgeteilt, dass die Rentenanpassungsbescheide oder die Anpassungsmitteilungen, für uns sind das ganz klare Bescheide, sind Verwaltungsakte, die im Auftrag der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung an die Versicherten durch die Deutsche Post versandt werden und auch die Renten dort überwiesen werden. Und die haben mitgeteilt, am 16. Juni 2023 bis Ende Juli 2023 sollen rund, ja, über 20 Millionen Rentenbescheide rausgeschickt werden mit den Anpassungsmitteilungen. So. Und mich interessiert natürlich auch, gibt es da irgendeine gesetzliche Regelung, die uns sagt, wie die Bescheide auszudrucken sind, wer hier was, wann, wo bekommt, wer zuerst dran ist, wer zuletzt dran ist und so weiter. Und da habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht und habe, wie immer, Juristen machen das, mal in das Gesetz geschaut. Ja, und dann wollen wir einfach mal in das Gesetz schauen und wollen uns einfach mal Gedanken darüber machen, ob und wie hier die Rentenanpassungsmitteilungen von den Trägern der deutschen Rentenversicherung oder vom Rentenservice hier vermittelt werden. Und als allererstes gucken wir uns das mal in dem Paragraph 118a Sozialgesetzbuch Nr. 6 an. Und Sie werden es gar nicht glauben, in diesem Paragraphen steht drinne: Rentenbezieher erhalten eine Anpassungsmitteilung, wenn sich die Höhe des aktuellen Rentenwerts verändert. Punkt. Ein wunderbarer Paragraph, leicht verständlich, so wünschte ich mir das mit allen deutschen Gesetzen. Ja? Also Paragraph 118a, Anpassungsmitteilung, da steht aber nicht drin, in dieser Anpassungsmitteilung, wann hier welcher Rentner die Anpassungsmitteilung tatsächlich bekommt. Naja, und dann schauen wir uns mal an in der Rentenserviceverordnung. Also Sie müssen sich bitte Folgendes vorstellen. Die Träger der deutschen Rentenversicherung haben die Deutsche Post beauftragt, verschiedene rechtliche Aufgaben zu übernehmen. Unter anderem auch die Zahlung von Renten. Das Ganze alles ist in der Rentenserviceverordnung geregelt. Ja, also Verordnung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Träger der Rentenversicherung und anderer Sozialversicherungsträger. Und diese Rentenserviceverordnung gibt uns dann Informationen, was die Deutsche Post im Auftrag der gesetzlichen Rentenversicherung so alles machen darf. Ja, in Deutschland wird ja alles geregelt, das wissen wir ja auch. Und die Deutsche Post darf hier nicht praktisch frei Schnauze irgendwelche Dinge tun, sondern das ist gesetzlich geregelt. Und da haben wir den Paragraph 18. Rentenserviceverordnung, da steht drin, Art und Weise der Anpassung, Anpassungsmitteilung. So. Und dann gucken wir uns einfach mal diese Verordnung an, diesen Paragraphen, und da steht dann halt drin, dass der Rentenservice die Anpassung von Geldleistung berechnet, also so weiter damit auch betraut wurde. Er erstellt Anpassungsmitteilungen im Namen des zuständigen Trägers der Rentenversicherung, er versendet sie an den Zahlungsempfänger und weist die neuen Zahlbeträge an. So steht es jetzt erstmal drin. Ja, dann im Absatz 2 steht drin, soweit die Träger der Rentenversicherung die Anpassung von Geldleistung selbst berechnen,
und dem Rentenservice die neuen Zahlbeträge von den Trägern der Rentenversicherung nicht rechtzeitig vor dem Anpassungstermin mitgeteilt werden, teilt der Rentenservice den Zahlungsempfänger mit, dass die Anpassung durch den gesetzlichen Rententräger selbst erfolgt. Punkt. So einfach ist das. Und im Absatz 2 steht dann drin, dass die Anpassungsmitteilung in kurzer und verständlicher Form die Angaben enthält, die erforderlich sind, damit der Empfänger die ordnungsgemäße Durchführung der Anpassung auf Grundlage des Rentenbescheides nachvollziehen kann. Allgemeine Angaben können in einer Anpassungsmitteilung, also in einer der Anpassungsmitteilung beigefügten Merkblatt erfolgen. Ja, wenn wir uns das Ganze alles hier mal anschauen, den 18 Rentenserviceverordnungen, können wir auch nicht sehen, wie jetzt eigentlich hier die Rentenanpassung erfolgt, wer jetzt von den Rentnerinnen und Rentnern, 21 Millionen haben wir ja in Deutschland, jetzt tatsächlich dann die Rentenanpassungsmitteilung zu welchem Zeitpunkt bekommt. Ja, und da gibt sich dann sozusagen die Frage, naja, es gibt ja Rentner in Deutschland, die bekommen ihre Rente vorschüssig gezahlt. Und es gibt Rentner in Deutschland, die bekommen ihre Rente nachschüssig gezahlt. Und letztere sind die Masse. Ja? Das heißt also, die meisten von ihnen bekommen die Rente nachschüssig gezahlt. Nachschüssig heißt, sie bekommen die Rentenerhöhung nicht am Anfang des Monats Juli direkt ausgezahlt, sondern mit ihrer laufenden Rente am Ende des Monats Juli. Das ist die nachschüssige Zahlungsweise, die ist im Jahr 2004 eingeführt worden. Das heißt also, diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente vorschüssig bekommen, die bekommen ja ihre monatliche Rente, Juli-Rente, mit der Rentenerhöhung schon Ende des Monats Juni 2023 gezahlt. Und genau aus diesem Unterschied heraus setzt die Deutsche Post, also der Rentenservice der Deutschen Post, an und sagt uns, ich zeige Ihnen das mal, wie die praktisch diese Rentenanpassungsmitteilungen versenden. Ich bin da hier mal auf die Internetseite von der Deutschen Post gegangen und habe mir mal die FAQs angeguckt. Ja? Und dann steht da, der Versand der Anpassungsmitteilung beginnt Juni, Mitte Juni und ist Ende Juli abgeschlossen. Also das, was ich auch eingangs im Video schon gesagt habe. Und dann steht hier Folgendes. Erhalten Sie Ihre Rentenzahlung am Monatsende für den kommenden Monat, das ist die sogenannte vorschüssige Zahlung, ja, hier steht's, vorschüssige Rentenzahlung, dann wird Ihnen die Rentenanpassung bis Ende Juni zugestellt. Das heißt also, alle diejenigen, die im Monat Juli ihre Rente für den Monat Juli bekommen, bekommen bis Ende Juni, laut Aussage der Deutschen Post, Rentenservice, die Rentenanpassungsmitteilung dann bis Ende Juni 2023 zugestellt. Haben wir die Frage schon mal für die vorschüssige Zahlung geregelt. Diejenigen, die ihre Rente am Monatsende für den abgelaufenen Monat erhalten, das heißt also für den Monat Juli, Ende des Monats Juli Zahlung, nachschüssige Zahlung, hier haben wir es, ja, gucken Sie hier, denen wird die Rentenanpassungsmitteilung im Laufe des Monats Juli zugestellt, bis Ende Monat Juli. So steht es hier in den FAQs geschrieben. Ja? Und dann sagt natürlich auch die Deutsche Post, völlig zu Recht, bitte berücksichtigen Sie, dass mehrere Millionen Anpassungsmitteilungen gedruckt werden und sich der Versand und die Zustellung über mehrere Wochen erstreckt. Deswegen möchten wir Sie bitten, von vorzeitigen Nachfragen und so weiter wegen dem Verbleib der Anpassungsmitteilung abzusehen. Bei einem Wohnsitz im Ausland kann das also sich auch noch sogar verzögern mit der Rentenanpassungsmitteilung. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, es gibt keine gesetzliche Regelung, also zumindest nicht für mich erkennbar, keine gesetzliche Regelung, wie die Anpassungsmitteilungen zu versenden sind. Das heißt also, als allererstes diejenigen, die vorschüssig bekommen die Rente und danach diejenigen, die nachschüssig bekommen. Das ist gesetzlich nicht geregelt, aber aus Vereinfachungsgründen und auch aus Logikgründen, die dem praktisch der Zahlungsfrist der Renten folgt, macht die Deutsche Post hier einen Unterschied zwischen der vorschüssigen Zahlung und der nachschüssigen Zahlung der Rente. Das heißt also, alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die ihre Rente schon mit der vorschüssigen Zahlung bekommen, kriegen ihre Anpassungsmitteilung bis Ende Juni diesen Jahres und die nachschüssig bekommen, das ist die Masse aller Leute, aller Rentnerinnen und Rentner, bekommen ihre Anpassungsmitteilung bis Ende Juli 2023. So hat es
auch die Deutsche Post auf ihrer Internetseite dargestellt. Es kann natürlich Verzögerungen geben, das ist klar. Es gibt aber auch Leute, die ihre Rentenanpassungsmitteilung gar nicht bekommen. Da kann ich nur empfehlen, bitte, wenn die bis Anfang August, bis Mitte August nicht da ist, Sie aber die neuen Renten schon überwiesen bekommen haben, dann einfach mal bei Ihrer Rentenversicherung, bei Ihrem Träger anfragen, was da los ist. Also, schauen Sie sich bitte dieses Video nochmal an, da sind die Fragen geklärt. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.